So, hallo Leute, da bin ich wieder. Wie gesagt, jetzt kommt die Karte dran, die habe ich auch vorbereitet. Da greifen wir mal in das Werk 2. So, hier ist eure neue GPU oder Grafikkarte, wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Ihr seht schon den Twin Frozen 3 Kühler hier oben, eine Eigenentwicklung von MSI. Die sieht nicht nur sehr edel aus, der ist auch sehr edel, ist auch toll aufwendig konstruiert und so weiter. Ich habe den in meinem Test mal ganz auseinandergenommen. Ich habe circa eine halbe Stunde gebraucht, bis ich ihn wieder zusammengesetzt hatte, weil das ist wirklich total aufwendig. Was die Lüfter sind mit Antivibrationsgummis gelagert, dass keine Schwingungen weitergetragen werden und alles extra verschraubt und verstärkt. Apropos verstärkt, hier zum Beispiel die Leiste, dass sich die Karte nicht durchbiegt bei dem schweren Kühler, weil der ist echt wirklich schwer. Was gibt es zum Kühler noch zu sagen? Ihr seht hier die beiden Lüfter mit den Propeller Blades. Das sieht fast aus wie eine Haiflosse, würde ich mal so frech in den Raum stellen. Hier seht ihr die vier Heatpipes zum Wärmeabtransport. Ja, das Frontpanel, hier das MSI-Logo, hier die zwei DVI-Anschlüsse und hier der Mini-HDMI-Anschluss. Dann hier auf der anderen Seite der SLI-Anschluss, falls ihr eine zweite Karte wollt. Hier der Dual-BIOS-Switch. Da muss ich gleich mal ein bisschen was Negatives sagen, und zwar die Beschriftung ist hinten dran, sprich man kann das eigentlich sehr schlecht lesen, wenn der Kühler drauf ist. Wenn man weiß, wo was ist, ist nicht das Problem, aber wenn es im PC steht, kann das etwas schwierig werden. Ja, hier hinten die drei Baut-Checkpoints für die drei Spannungen, GPU, AUX und Memory. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Karte braucht 2 6-Pin-Anstecker. Näheres dazu in den Leistungsaufnahmemessungen und den Temperaturmessungen zum Kühler und zur Leistungsaufnahme. Ja, auch eine Besonderheit dieser Karte. Ja, die Karte hat sehr viele Besonderheiten. Zum einen diese beiden kleinen Schalter hier. Der eine nennt sich Extreme Cool, das schaltet den Coldbook aus, wenn ihr mit Flüssigstickstoff oder Helium bencht. Und der andere nennt sich UCP Unlocker. Da erlaubt euch die Spannung noch weiter zu drehen, sprich, wenn ihr mit Flüssigstickstoff bencht, könnt ihr die Spannung noch weiter anheben und noch höhere Takttransfer rein, sprich, es ist eine echte Overclocking-Karte. Und ja, hat MSI an alles gedacht. Und ja, weiteres gibt es zur Karte jetzt eigentlich erstmal nicht zu sagen. Lassen wir doch dann den Test sprechen. Und die Bilder und die Diagramme, schaut es euch selber an. Und ja, ich denke, ich mache noch ein kleines Fazitvideo dieses Mal. Und ich hoffe, ihr schaut dann natürlich wieder bei mir rein. Und bis nachher.